Moin und herzlich willkommen bei Firma Grohn und Jansen Oberflächentechnik. Wir sind seit einem halben Jahr hier ansässig in Georgsheil. Wir haben einen Kundenmix aus Privatkunden, Autohäusern, Werkstätten und natürlich auch Industriekunden. Ja, wie kam Grohn und Jansen zu einer Autolackiererei? Das war vor ein paar Jahren, da waren wir auf der Suche nach einer Halle. Halle wurde gefunden, aber zurzeit in Betriebnahme noch im Besitz eines Autolackierers. Wir haben uns dann zusammengetan, haben gemeinsam die Firma gegründet und seit 2021 gehören wir auch zu den Autolackierern. Ja, und so kam es, dass wir dann uns 2022 dazu entschieden haben, ein neues Objekt zu suchen. Wir hatten es eigentlich schon, mussten es nur anders planen, sind dann umgezogen, sind 2023 im November hier im Gewerbegebiet Georgsheil eingezogen. Und seitdem müssen wir sagen, es macht Spaß, Autolackierer zu sein. Das Unternehmen hat sich enorm entwickelt. Die größte Herausforderung bei diesem Projekt war, dass ein bestehendes Gebäude zu einer Lackiererei umgebaut werden musste. Für die Lackierkabinen wurde dazu der Boden aufgeschnitten, um die notwendigen Bodengruben zu erschaffen. Und der gesamte Boden wurde anschließend neu beschichtet, damit das so sauber ausschaut, wie Sie es hier sehen können. Um den gewünschten Fahrzeugdurchsatz zu realisieren, hat man sich hier für eine Kombination aus Lackierkabine und seitlich angeordneten Trockner entschieden. Die Fahrzeuge können im Querverschub von der Lackierkabine durch den Trockner bis zum Finish bewegt werden. Besonders stolz sind wir auf unserem Finish-Bereich. Wir haben hier eine 3,5 Tonnen Hubbühne, eine 5,5 kW Lichtanlage und können deswegen jeden Pickel und jede Schliere so wegpolieren. Hier sind wir jetzt bei unseren 6 Vorbereitungsplätzen. Jeder zweite Vorbereitungsplatz hat eine Hubbühne, die 3,5 Tonnen tragen kann. Wir können direkt am Vorbereitungsplatz spotten und wir können auch da füllern. Die Vorbereitung wurde auf den ebenen Hallenboden aufgesetzt, weil es sich hier um eine Bestandshalle handelt und man wollte Gruben vermeiden. Und so haben wir Wandabsaugung und die Hebebühnen sind auch auf dem Boden aufgesetzt. Die Arbeitsplätze sind sehr hochwertig ausgestattet mit LED-Beleuchtung und Abtrennung mit Rollos. Jeder Vorbereitungsplatz verfügt über ein Bedienpanel, auf dem der Werker die notwendige Betriebsart auswählen kann. So hat er hier einen Taster für Füllerspritzen, einen Taster für Spot Repair und er kann auch die Rollos an diesem Arbeitsplatz auf- und abfahren. Die Anlage ist eigensicher, denn nur in der ausgewählten Betriebsart lackieren oder füllern läuft die Absaugung und die Druckluft zur Applikation ist vorhanden. Teammotivation ist für uns das A und O. Das bedeutet, jeder Lackierer darf im Wechsel einmal eine Lackiererei und einmal eine Vorarbeit, damit der Spaß bei der Arbeit ja erhalten bleibt. Ja, ich hoffe, wir konnten euch einen kleinen Eindruck von unserem Unternehmen zeigen. Und wenn ihr Lust habt, könnt ihr gerne mal vorbeikommen und euch das Ganze hier mal anschauen.